Heute bei Wir in Bayern. Höfe in Bayern, genauer ein Einödhof. Klingt erstmal nicht so spannend, doch sogar ein bayerischer König liebte dieses Prachtstück. Tipps rund um den Bauerngarten gibt's heute von Gartenfacts Andreas Moderi. Das Jurymitglied der Aktion Bayerns schönster Bauerngarten hat Accessoires dabei, die in keinem Bauerngarten fehlen sollten. Und noch ein paar Prachtstücke, diesmal mit Nadel und Faden gefertigt. Das sind Schliersee-Dirndl, original und designgeschützt. Erfunden und gemacht hat sie Christine Falken und die ist jetzt bei mir zu Gast. Da ist sie auch. Herzlich willkommen, Frau Falken. Schön, dass Sie da sind. Ach, wenn ich Sie anschaue und auch die wunderbaren Dirndl, da geht mir das Herz auf. Jetzt ist ja gerade so Saison für Dorf- und Waldfeste und da tragen dann die Madeln so herrliche Klamotten. Was haben Sie denn heute für ein Dirndl persönlich an? Ich trage natürlich auch ein Schlierseer-Dirndl, allerdings nicht in der normalen Variante, sondern etwas festlicher mit Seidenschürze, Seidenbluse und Plissierrock. Wunderbar. Und in Hellblau. Ich wusste, Sie kommen auch in Hellblau. Ja, wunderbar. Wir beiden im Partnerlook. Und Sie haben die festliche Variante gewählt, weil Sie gedacht haben, bei Wir in Bayern heute, das ist ein Fest, das muss gefeiert werden, oder? Wenn man was Schönes hat, darf man es herzeigen, wurde mir gesagt. In der Tat. Und es sieht wunderschön aus. Über Ihre Dirndl, was dahinter steckt, hinter dem Original Schlierseer Dirndl und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, auf was wir achten sollten, wenn wir uns eins besorgen, darüber sprechen wir gleich noch. Freue mich, dass Sie da sind. Gerne, danke schön. Und wir, liebe Zuschauer, spielen jetzt eine Runde Kennspiel mit Ihnen. Es ist Freitag, der Start ins Wochenende und da gibt es gewohnheitsgemäß kein normales Kennspiel. Nein, da suchen wir Personen, bekannte Personen, deswegen unser Promi Kennspiel. 0800 24 04 981, Ihre Telefonnummer. Ich drücke die Daumen. Wenn Sie es wissen, um wen es sich dreht, gibt es als Belohnung zwei Wir in Bayern-Tassen. Der gebürtige Augsburger zählt zu den nachdenklichen Popsängern in Deutschland. Seine Lieder sind keine Liebeslieder, weil er findet, dass die auf Deutsch kitschig klingen. Außer vielleicht Der Weg vom Grönemeyer. Es war ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Oft ist er in seinen Texten auf der Suche nach Identität. Womöglich, weil er die eigenen Wurzeln nicht kennt. Wenige Tage nach seiner Geburt, am 2. November 1983, kommt er zu Adoptiveltern. Er wird katholisch erzogen. Später bekennt er sich zum Buddhismus. Seine tatsächliche Herkunft interessiert ihn nicht mehr, denn die würde sein Leben nicht verändern, sagt er. Der Sänger mit dem markanten Bariton beschäftigt sich lieber damit, wer er sein kann, nicht wer er hätte sein können. Er glaubt daran, dass sich Menschen ständig verändern. Dass sie es selbst in der Hand haben, wer sie sein möchten. In seinen Anfängen dachten viele, ach ja, das ist eine zweite Version von Xavier Naidu. Inzwischen hat er seinen eigenen Stil gefunden. Vor 4 Jahren wird sein Lied Auf uns zu dem Song der Fußball-WM in Brasilien. Nach dem Sieg der deutschen Mannschaft im Finale wird das Lied im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro gespielt. Und beim Empfang der Spieler auf der Fanmeile in Berlin ist er live dabei. Ja, das sind die Bilder von vor 4 Jahren, wenn wir die doch heuer auch wieder sehen könnten. Es wäre so schön, auch wenn dieses Mal ein anderes Lied läuft. Egal, wir werden uns einfach überraschen lassen von dem, was da morgen passiert. Aber jetzt geht's an unser Kennspiel des heutigen Tages. Wer ist denn in der Leitung? Grüß Gott. Hallo, Ingrid Kehrer. Frau Kehrer, guten Tag. Ja. Von wo aus rufen Sie an? Ich rufe aus Weißenohe an. Das ist in der Fränkischen Schweiz. Ah, Fränkische Schweiz, gut. Aber es ist ja völlig wurscht, ob Sie jetzt aus der Augsburger Gegend oder aus der Fränkischen Schweiz kommen. Deswegen können Sie natürlich trotzdem wissen, wen wir da heute suchen. Wer ist es denn? Andreas Burani. Andreas, hören Sie den selber auch gerne? Ja, unter Umständen ja, wenn es gut ist. Wenn es gut ist. Das, was wir gerade gehört haben, das ist ein Hoch auf uns, der WM-Song von 2014. Fanden Sie den gut? Bitte, was mache ich mit dem? Nein, ich wollte wissen, ob Sie den WM-Song von 2014, ob Sie den gut fanden, ein Hoch auf uns. Ja, ein Hoch, ja, freilich. Das war allein schon deswegen gut, weil wir halt Weltmeister geworden sind, finde ich, oder? Ja, das werden wir wahrscheinlich dieses Mal nicht. Voraussichtlich nicht, aber wer weiß, man hat schon Pferde kotzen sehen direkt vor der Apotheke. Sie kennen dieses Sprichwort. Also, wir gucken mal, was passiert und schauen uns die Auflösung an, weil wenn Sie recht haben, dann gibt es 2 Tassen für Sie. Bitteschön.
ist Andreas Burani, den wir suchen, am 2. November 83 in Augsburg als Sohn vermutlich nordafrikanischer Eltern geboren. Seine leiblichen Eltern hatte er nie kennengelernt, ne? Ja. Bleiben Sie noch kurz in der Leitung. Sie hatten recht mit dem, was Sie gesagt haben. Gratulation zu 2 Tassen und morgen drücken wir gemeinsam der Mannschaft die Daumen. Machen wir das so? Was, ich bekomme 2 Tassen? Sie bekommen 2 Tassen. Oder das ist ja super. Warum ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bleibe noch in der Leitung, ne? Das machen Sie. Aber wenn Sie das vorher gar nicht wussten, dass Sie 2 Tassen bekommen, warum haben Sie denn dann angerufen? Ja, ich höre ja jetzt den Herrn Sporer nicht. Sie hören den Herrn Sporer. Ich weiß ja nicht, mit wem er spricht. Ja, mit mir, mit Ihnen im Zweifelsfall. Aber wir lassen das mal dahingestellt. Bleiben Sie in der Leitung, es gibt 2 Tassen. Die Verwirrung ist groß gerade im Moment. Hauptsache, Sie haben gewonnen. Sehr lustig. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Das gefällt mir jetzt. Wunderbar. Bei mir sitzt Christine Falken. Sie ist die Dirndl-Schneiderin vom Schliersee. Die Nahterin, wie man sagt. Was ist denn so das spezielle Kennzeichen eines Original-Schlierseer-Dirndls, dass er sogar designgeschützt ist? Was muss er das haben, dass es eins ist, ein Schlierseer-Dirndl? Es muss mehrere Merkmale haben. Mhm. Ganz wichtig ist zum Beispiel der Schlierseer-Knopf, der eigens gefertigt wurde. Wenn Sie, halten Sie mal ganz ruhig, genau, draufschauen, man sieht die Insel, den Kirchturm, ja, und die Bergsilhouette. Muss ich genau hinschauen, aber jetzt man muss ich genau sagen. Schauen. Ja. Manche sagen, da muss ich erst die Brille rausholen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Aber das muss auf alle Fälle dran sein. Als nächstes haben wir natürlich den Schliersee auf der Schürze, so wie wir es hier sehen. Und wenn er mal einfach so genau, da können wir drauf schauen. Wir sehen es wunderbar. Wir sehen das ganz wunderbar. So, das ist der Schliersee. Mit dem entsprechenden, welcher Ort ist das? Ist das Hausham oder was ist das? Nee, das ist direkt von Schliersee. Wir haben so einen ganz schönen Paradeweg. Da gibt es ein sogenanntes Paradebankerl. Da wurde ein Foto gemacht und von der Grafikerin dann praktisch umgesetzt. Und das ist eigentlich der Blick auf den Schliersee schlechthin. Und der ist auf jeder Dirndlschürze? Der oder ist, wird auf jede Dirndlschürze draufgedruckt. Aha. Bei mir gibt es jetzt noch mal in einer anderen Farbe. Man kann das in verschiedenen Farben drucken lassen. Okay. Was also auch noch eines der Merkmale ist, ist das Siegel. Halten Sie es auch mal schön nach vorne, damit wir das anschauen können. Genau. Das ist eigentlich das Amtssiegel von Schliersee. Jawohl, so sieht das aus. Wurde aber auch noch mal etwas modifiziert. Da musste man sogar beim Siegelamt nachfragen, ob man das haben darf. Sapperlot. Ja, wir haben uns da sehr bemüht. Aha. Und dann gibt es natürlich, ich muss hier mal einmal umdrehen. Mensch, da gehört auch wirklich einiges dazu, um so ein Original-Schlierseer-Dirndl zu haben. Das ist jetzt ein angefangenes Teil mit dem Schlierseer-Schösschen. Hier hinten im Schößchen haben wir auch noch mal dieses Siegel. Ah ja, das ist auch noch mal drauf hier. Ich halte es mal ein bisschen nach oben, damit wir es uns ein bisschen besser anschauen können. Hier drin in dem Schößchen auch noch mal hier dieses Siegel. Und da sehen wir es auch noch mal schön im Bild. Also das sind die Kennzeichen. Und darauf haben Sie jetzt, muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht falsch sage, ist kein Patent, sondern Sie haben einen Designschutz darauf. Genau. Bedeutet was? Es bedeutet, dass man das nicht nachmachen darf. Mhm. Die Rechte an dem Dirndl hat die Gemeinde, aber auch ich selber. Und wenn jetzt irgendein Konfektionär kommen würde und sich denkt, ui, tolle Idee, kann man brauchen. Dann kriegt er ein Problem. Es wird teuer für ihn. Okay, verstehe. Klasse Geschichte. Jetzt ist es ja so, dass Menschen zu Ihnen kommen mit irgendeiner Vorstellung im Kopf und sagen, Mensch, ein Schlierseer Dirndl möchte ich haben. Wie schaffen Sie es denn, dass dieses Dirndl schlussendlich auch zur Trägerin passt? Man braucht relativ viel Farbgespür. Manche Kunden wissen, mir steht das gut, jenes gut, Ihnen steht jetzt hellblau gut. Wir haben viele verschiedene Farbmuster. Das Oberteil ist immer aus Leinen, der Rock ist aus Wolle. Und kann auch zweifarbig zusammen kombiniert werden. Mhm. Dazu gibt es dann ungefähr 120 verschiedene Schürzenfarben. Mhm. Und da kann man dann relativ viel spielen, so dass es natürlich immer ein Unikat bleibt. Das ist immer nach Maß geschneidert. Und letztendlich, wenn die Kundin zu uns kommt, sie kann von Anfang bis Ende mitreden, mitentscheiden. Und wenn jetzt die Vorstellung mal so ganz und gar nicht passt, dann versuche ich da schon
wohlwollend einzugreifen. Aber meistens sind wir uns da relativ schnell einig. Aber genau diese Fälle meine ich natürlich. Wenn da welche reinkommen, die sehr stilsicher sind und genau wissen, was sie wollen, dann ist das eine Sache. Aber manchmal sind ja da Vorstellungen, die einfach nicht zur Realität passen. Können Sie sofort Ihre Kundinnen lesen, wenn die zur Tür reinkommt? Wissen Sie sofort, in welche Richtung es geht? Ja. Ja? Ja. Jahrelange Erfahrung wahrscheinlich, jahrelange oder? Erfahrung. Ich bin jetzt seit 26 Jahren selbstständig. Mhm. Man kriegt es mit der Zeit mit, aber es gibt auch noch einen Trick, wenn also eine Kundin jetzt wirklich sagt, ich habe rote Haare, will aber auch ein rotes Dirndl, nur als Beispiel. Mhm. Sie bekommt dann zwei Stoffe aufgelegt, steht vorm Spiegel und muss sich praktisch einen geistigen Strich vorstellen. Mhm. Und dann erklärt sich das ganz von alleine. Okay. Sie greift dann automatisch zu der Farbe, die ihr einfach mehr Farbe ins Gesicht zaubert. Mhm. Die besser passt. Und ja, das beeinflussen Sie dann schon entsprechend. Schön. Aber es geht von alleine. Wenn jetzt jemand, egal wie, was es kostet, was es wolle, was hat, wo Sie sagen, oh Gott, eine Katastrophe, sagen Sie dann auch mal nein oder machen Sie es dann einfach, der Kunde, dessen Wille ist sein Königreich, dann machen Sie es? Nein, ich sage auch manchmal nein. Okay, schön. Die Freiheit nehme ich mir, denn letztendlich steht der Name der Werkstatt dahinter. Ja. Und wenn die Kundin irgendwo spazieren läuft und der Nächste spricht sie an, oh Dirndl, wo haben Sie es her? Und mein Name fällt und nicht im positiven Sinne, das möchte ich im Vorfeld verhindern. Kann ich nachvollziehen. Der Beruf der Dirndlschneiderin, ich formuliere es mal vorsichtig, gerade in einer Stadt wie München ist das in letzter Zeit ein wenig inflationär geworden. Da ist ja jeder Dritte mittlerweile entweder Model oder Dirndlschneiderin oder Society Lady. Das sind so die liebsten Berufe. Nervt Sie sowas? Nein. Die meisten sind ja nur Dirndl-Designer. Mhm. Sie haben ja durch die Bank eigentlich alle keine fundierte Ausbildung. Bei uns ist es ja so, dass wir Lehrjahre, Gesellenjahre und Meisterjahre haben, um uns selbstständig zu machen. Mittlerweile ist das leider aufgelöst worden. Mhm. Finde ich nicht so toll, weil dann einfach das Basiswissen nicht da ist. Aber mein Gott, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn eine Fußballergattin meint, sie wird jetzt Dirndl-Designerin, bitte, warum nicht? Warum nicht? Sie haben das auf jeden Fall gelernt, Sie sind Schneidermeisterin, ja, oder? Mit Fachrichtung wahrscheinlich. Fachrichtung Tracht. Ja. Mein offizieller Titel lautet Damenschneidermeisterin Fachrichtung Tracht. Da steckt Qualität dahinter. Da steckt Qualität und Herzblut dahinter. Und, ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, laufen Sie privat, wenn Sie unterwegs sind, auch gerne mit dem Dirndl oder ist das wirklich für Sie Arbeitskleidung? Wie sieht das aus? Beides. Ich habe einen Hund, bin dann dadurch schon sehr oft auch in der Hose unterwegs. Ja klar, also aber, mit dem Hund gehst du nicht mit dem Dirndl raus, das ist logisch. Ja, es ist vor allem, wenn man so ein Springinsfeld hat, dann ist das Kleid nicht lange sauber, aber grundsätzlich, finde ich, ist man im Dirndl immer gut angezogen, egal wo man hingeht. In der Tat. Also das ist wunderschön, das wären genau meine Farben, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir werden uns auch nachher noch ein bisschen genauer anschauen, was denn da sonst noch hier heute von Ihnen mitgebracht wurde, freue ich mich schon drauf. Jetzt dürfte ein Beitrag kommen, der auch Sie als jemand, der sich gerne mit Kleidung beschäftigt, interessiert. Das geht so ein bisschen eher in die Vergangenheit. Okay. Alle drei Jahre werfen sich die Altdorfer nämlich in ihre historischen Gewänder, liebe Zuschauer, und sie spielen Wallenstein. Und das tun sie mittlerweile seit sage und schreibe 124 Jahren. Am Wochenende, konkret morgen, geht's wieder los. Da ist dann wirklich die ganze Stadt im Festspielfieber. Es gibt Lagerleben, es gibt Umzüge, es gibt Theaterstücke und alles, was dazugehört, mitten in der Altstadt. Und für viele Familien ist es natürlich nicht nur so ein Punkt, dass sie da irgendwo dabei sind, ja? Sondern es ist Ehrensache, dass sie da mitmachen. Neue Schuhe kaputt machen, Mäuse dressieren und Handlinien lesen üben. Ein ganz normaler Sonntagnachmittag bei Familie Schön-Völkel. Seit 5 Generationen sind sie alle bei den Wallenstein-Festspielen mit dabei. Zur Freude der 90-jährigen Mutter, Großmutter und Uroma Gusti Schön, die bereits 1950 bei den Wallenstein-Festspielen das Entchen spielen durfte. Ja, das war natürlich schon ein Ding, dass man das vor so einem großen Publikum spielt. Das ist schon was anderes wie im Saal. Ne? Ja, damals haben wir fast 1000 Leute da auf die Tribüne gepasst. Ne? Ja, jetzt sind es gar nicht mehr so viele. Waren Sie da nicht gescheit aufgeregt? Furchtbar. Aber ich habe es überstanden. Nach dir.
Gustis Vater hat wohl den Theatervirus in die Familie gebracht. Wenn Gusti heute mit ihren beiden Töchtern Karin und Eleonore alte Fotos anschaut, ist das wie ein Blick ins Familienalbum. Also, das ist die Karin, das bin ich und das ist der Herbie. Der Karin, ihr Mann. Das dürfte eigentlich die Verwandtschaft hier sein. Ja. Und von unserer Familie auf dieser Seite. Ja. Und unsere Mutter war da immer dabei. Und wir haben als Kinder dann immer heimlich die Texte gelernt und haben unter uns geprobt. Ne? Wir haben also immer den Text besser gekonnt als die, die dann auf der Bühne gestanden sind. Ne? Also das war eigentlich gar kein so willentlicher Entschluss, ich mache jetzt da auch mit, sondern man ist da richtig reingewachsen, man war neu geboren. Kinder, Enkelkinder und Urenkel sind bei den Festspielen heute mit dabei. Freiwillig und mit großer Begeisterung, wie alle betonen. Und dazu braucht's natürlich auch die richtige Ausstattung. Wobei, das ist bei den Darstellern des historischen Zigeunerlagers gar nicht so schwierig. Als Frau eigentlich eine Bluse und ein Rock oder ein Kleid, was halt möglichst schon ein bisschen verschlissen, ein bisschen ausgefranst ausschaut. Also es kann durchaus irgendein aussortiertes Stück aus dem Wallenstein-Fundus sein, so wie der hier. Das ist ein typischer Wallensteinrock mit so Bändern drauf, sowas ist okay. Und wenn wir dann als Zigeuner machen wir dann noch ein bisschen Verschönerungsarbeiten. Wir fransen den Saum ein wenig aus oder wir reißen ein Loch rein oder machen Flicken drauf oder sowas. Ne? Oder schrubbeln eben niegelnagelneue Schuhe auf alt und gebraucht. Und nebenbei müssen auch immer wieder Texte für die beiden Theaterstücke gelernt werden. Enkelin Barbara spielt in diesem Jahr die Herzogin, die Gemahlin Wallensteins. Ihre Tochter Anja hört sie ab. Kind, erfreue deinen Vater. Es ist also wahr. Sie sind gestürzt. Nein. Hier ist noch ein schreckliches Geheimnis. Schwester, ich will's wissen. Der Herzog, er ist... Wollt ihr sie töten? Gusti kann ihren Text wahrscheinlich auch noch auswendig. Schließlich stand sie noch mit über 70 Jahren auf der Bühne. Bist du nicht immer in den Wald gegangen und hast deinen Text geübt? Laut sprechen? Dann nur nach Hagenhausen, nach freien Füßen, also, wo alles ruhig war. Und da habe ich meinen Spruch dann losgelassen. Die Rennmäuse von Olli und Anja müssen auch ran im Lagerleben und üben ab jetzt täglich für das Mäuseroulette. Dann wettet man halt mit den Zuschauern, in welches Türchen jetzt die Maus reinlaufen wird. Und dafür müssen wir sie halt aus dem Käfig heben und in das Roulette setzen können. Eleonore übt bei ihrer Schwester Karin das Handlinienlesen. Ein sehr gefragtes Angebot im bunten Treiben der Festspiele. Dann, was bei dir auch sehr ausgeprägt ist, ist der Mondberg. Das ist dieser Bereich hier. Was hat der zu bedeuten? Das ist der Bereich der Träume, der Fantasie. Aber trotzdem, mit deiner Kreativität kommst du gut durchs Leben. Und es fällt dir dann auch immer wieder was ein, wenn es drauf ankommt. Sehr gut. So wie die beiden Schwestern hat auch Barbara ihren Ehepartner beim Theaterspielen kennengelernt. Herbert ist der einzige seiner Familie, der nicht von Geburt an diesem Wallenstein-Fieber verfallen war, sondern sich dem ganz freiwillig hingab. Da habe ich dann eigentlich meine Frau kennengelernt. Auf der Bühne habe ich die Mutter abgeküsst und hinter der Bühne habe ich dann die Tochter abgeküsst. Und damit hat er perfekt in diese festspielbegeisterte Familie gepasst. An den nächsten 5 Wochenenden werden sie alle wieder so aussehen und Wallenstein aufleben lassen. Ja, und wenn Sie dabei sein möchten, bis 22. Juli können Sie die Wallenstein-Festspiele in Altdorf besuchen. Übrigens das Eröffnungskonzert mit den Nürnberger Symphonikern, das eigentlich für heute Abend geplant war, wurde auf Montag verschoben. Grund, es ist einfach saukalt geworden draußen und alle hoffen, dass es am Montag besser wird. Aber ansonsten geht's morgen los in Altdorf. Und bei uns geht's jetzt los, in dieser Sekunde, und zwar mit der Kulinarik. Werner Koslowski ist da. Werner, grüß dich. Grüß dich, servus. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Ja, Mensch, immer mehr. Totschick heute hier. Ja, traumig, ja. Ich nehme Farbe. Ja, nimmt Farbe an. Ich passe mich an die rote Beete, an die Ranau. Ja, was gibt's denn? Irgendwas mit roter Beete offensichtlich? Ja, heute gibt's ein schwedisches Restalessen aufgrund dessen, dass wir morgen gegen Schweden hoffentlich gewinnen. Und da machen wir heute schon mal ein bisschen Kraftfutter. Schwedisches Restalessen. Ja, das heißt Pitipan, kleine Pfanne. Und das ist eigentlich so was Ähnliches wie bei uns.
Pity Pan. Mhm. Pity Pan, ja. Das ist so etwas Ähnliches wie bei uns ein Tiroler Kröstl. Ah, wunderbar. Bloß habe ich jetzt keine Ressel genommen, ich habe lauter frische Sachen genommen. Und wie zum Beispiel eine Leona, eine Kochsalami und ein bisschen Kreier zweimal. Schneiden wir noch ein Glas und rösten wir an. Aber jetzt mache ich gerade den Rana-Salat. Bei den Schweden, die essen dazu einen Rana-Salat. Also rote Beete-Salat für alle. Rote Beete-Salat für nicht Bayern, genau. Ja, und dazu braucht man kochte Rana und hier schöne rote Zwiebeln. Genau, und die Rana, die dann einfach ein bisschen hier in Streifen schneiden. Jetzt würde ich die nicht zu dick schneiden, weil wir haben eigentlich was relativ Rustikales. Da würde ich jetzt da ein bisschen feiner antworten auf die ganze Gaudi. Verstehe. Und die Rana, die darf man schneiden, also schälen, wenn sie gekocht sind, wenn sie nur so lauwarm sind. Dann machst du einfach so Stifte. Dann mache ich so Stifte, ja, so ein bisschen dicker die Streifen oder Schülien, wie wir sagen. Und wird dann bloß hochgemacht mit ein bisschen Olivenöl und Salz, Pfeffermühle, und so eine Prise Zucker. Und dann kommt da was dazu, was man eigentlich normalerweise bloß von den Italienern kennt, gell? Nämlich Spaghetti. Nein. Parmesan. Nein. Und zwar, pass auf, show you. Dann haben wir nämlich hier, da kommt nämlich dieses. Ah, das kann man also nicht bloß über Mozzarella drüber spritzen und dann ein paar Bladeln drauf darüber anmuten, als wie Basilikum, sondern das lässt sich ganz gut da drin verstecken, indem dass man das jetzt da in den Rana-Salat reinmacht. Balsamico-Creme ist das. Balsamico-Creme, richtig. Und dann tue ich das einmal ein bisschen schön ummachen. Sag mal, weil du jetzt gerade die rote Beete hier so geschnitten hast, ist das, was man normalerweise mit Handschuhen macht, weil man sonst so Flecken dran hat? Komm mal, ja. Aber deswegen habe ich das Hemd halt auch. Ja, genau, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Und danach, na schau mal, das schaut jetzt eigentlich schon recht anmutend und recht appetitlich aus, oder? Finde ich auch. Okay. Eine schnelle Geschichte. Molino di Pepe. Und danach machen wir dann unser Kröstl. Das wollen wir dann eigentlich schön an den Ring einpressen und mit Eis servieren. Aber das ist dann ganz verreckt. Das gibt dann so richtig Power noch für die Jungs morgen. Also vielleicht kann der Anton das schon aufnehmen in seinem Programm. Ne? Ja, der Anton meint der Anton Schmaus, unseren Wir im Bayern Koch, der ja gleichzeitig der Koch der DFB-Elf ist. Richtig. Also ja klar, und wenn da natürlich was kommt, was so ein bisschen die Schweden verhackstückt, dann passt doch das. Auf alle Fälle. Ja, hervorragend. Du, darf ich dich hier mal wursteln lassen? Gerne. Weil dann würde ich mir nämlich den Herrn Moderi schnappen, der hier schon nebenan sitzt. Mr. Moderi. Ja, Mr. Moderi. Wir sehen uns wieder. Wir gehen nämlich in den Garten rüber. Ja. Ich laufe mal vor, ja, oder? Ja, geh mal vor. Weil Sie wissen ja, liebe Zuschauer, zu einem richtigen Bauerngarten. Ich komme. Ich wollte dich begrüßen, nämlich durch den Rosenbogen durch. Durch den Rosenbogen hindurch. Na, das ist doch traumhaft, das ist ja was anderes, weil wir haben jetzt einen neuen Raum betreten. Das ist der Kick. Das ist der Kick. Also wenn Sie sich fragen, über was reden die gerade? Wir reden heute über Bauerngärten. Ja. Und da geht es natürlich nicht nur um Mirs und Blumen, sondern geht es auch um Deko-Elemente, die wichtig sind. Herr Moderi ist ja seines Zeichens nicht nur Gartenexperte, sondern auch Mitglied in der Jury zu unserer großen Wir in Bayern-Aktion Bayerns schönster Bauerngarten. Und damit einer was gewinnen kann, braucht er Deko-Elemente. Du bringst uns heute einiges näher, zum Beispiel dieses Ding an. Der Rosenbogen ist was ganz, ganz Wichtiges für mich beim Bauerngarten, weil man betritt praktisch einen neuen Raum. Und die Rosen, dass die dazugehören als Königin des Gartens, gar keine Frage. Und deswegen ist es für mich das erste und auch das wichtigste Element beim Betreten vom Bauerngarten. Herrlich. Und was müssen wir dazu noch wissen zu diesem Rosengarten? Gibt es da irgendwas? Bei dem Rosenbogen gibt es die verschiedensten Ausformungen. Das heißt, wichtig ist nur, dass wir Materialien nehmen, die auch lange halten nach Möglichkeit, um da die Nachhaltigkeit im Bauerngarten zu haben. Und natürlich besetzen mit Rosen, Klematis mit dazu. Das ist eigentlich das Typische, wie wir es haben. Klematis ist nichts anderes wie die Waldrebe. Und idealerweise ranken sich dann die da hoch, oder was? Und die arbeiten sich dann im Laufe der Zeit einfach über den Bogen drüber. Und das heißt, man hat auf der Höhe von Nase und den Augen hat man dann praktisch das Erlebnis, schon in diesen neuen Raum mit Duft und Wonne reinzukommen, nämlich in den Bauerngarten. Bevor du weiterkommst, ja, kommt jetzt eine unserer Kandidatinnen. Und zwar ist das Ulrike Reich aus Gestratz in Schwaben. Und die erzählt uns mal, worauf es ihr bei der Bauerngartendeko ankommt. Mir ist wichtig bei der Deko im Garten, dass es einfach eine natürliche Dekoration ist, dass ich viele Sachen wieder verwerten kann, wie zum Beispiel die Klematis im Frühjahr wird da geschnitten, dann sind die Ranken da, dann kann man einen schönen Kranz draus machen. Leere Schneckenhäuser, die Sammli, kann man was draus machen. Man hat immer ein Geschenk und es ist verwertet. So, und wir hocken jetzt hier wie die zwei von der Muppet Show, Stadler und Waldorf, nur
auf der Gartenbank. Sehr bequem, gefällt mir. Ist das auch so ein Deko-Element? Nicht Deko-Element, sondern das ist das Wichtigste mit beim Garten. Man sitzt draußen, man genießt es und man kann auch einen Ratschauer halten. Das ist ja das Schöne dran. Und man schaut dann raus, einfach seine Blumen an, überlegt sich eigentlich auch jedes Mal gleich, was werde ich beim nächsten Schritt mal ändern, was muss ich ein bisschen überarbeiten. Und das ist auch das, dass ich sage immer philosophieren, das heißt jetzt nicht hochgeistig zu sein, sondern einfach mal den Garten auf sich wirken zu lassen und man kann einfach ja, jemanden einladen. Und das Schöne ist das bei einer Parkbank, wenn wir uns jetzt anschauen, ist es sehr schön, aber wenn wir dann rausschauen zu den Blumen, jeder für sich, das ist genauso eine Wonne. Also das hat die Bank was Gemeinsames, das verbindet und deswegen gehört es auch mit dazu. Also kein Bauerngarten ohne gemütliche Bank. Ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt noch der Geitel da wäre, wir hätten auch ein Bier in der Hand und würden einfach da rausphilosophieren. Dann wäre es ein richtiger Heimgarten. Ja. Die Bauanleitung für so eine Bank finden Sie übrigens bei uns im Netz. Haben wir für Sie aufgeschrieben. Wenn Sie sich selber sowas basteln möchten, ganz wunderbar. Ja, das ist übrigens das Original aus Nürnberg. Aus dem, Und wer hat es gebaut? Sag's mir. Der kleine, dicke Herr Moderi hat es gebaut. Damals mit der Uschi zusammen, ja. Eine Woche lang hingewerkelt und man sieht es, man kann heute noch drauf sitzen. Es gibt eine einzelne Handarbeit oder in Werken. Richtig. Schön. Jetzt machen wir mal ein Fass auf, oder? Bitte. Weil wir gerade vom Bier gesprochen haben. Nein, unbedingt. Wir brauchen Wasser im Garten. Mhm. Und ich bleibe jetzt einfach sitzen, wir machen es uns bequem. Das hätte runterfallen können. Nee, war nur was, was mir runtergefallen ist hier gerade. Hier, Wasser. Wasser muss gesammelt werden. Wasser ist ja für unsere Pflanzen enorm wichtig. Das heißt, ein Wasserfass oder irgendetwas, wo Wasser aufgefangen werden kann, das gehört mit dazu. Und natürlich auch Gießkanne. Ein Kandel. Fällt dir an dem Kandel was auf? Ja, etwas, was ich sehr positiv finde. Ja. Sie ist nicht aus grünem Plastik. So, Plastik. Wir wollen im Garten nachhaltig sein. Und Nachhaltigkeit geht nur, wenn wir Dinge einsetzen, die wir jahrzehntelang haben. Und hier kann die Sonne machen, was sie will. Sie wird das Wasser erwärmen, was die Pflanzen lieben. Aber das Plastik, das wird es nicht geben. Das finde ich mal sehr, sehr positiv. Ja. Was haben wir sonst noch? Darf ich dich mal kurz aufbitten? Ja, natürlich. Hier siehst du die Gartenkugel. Mhm. Denkst du immer, was soll das? Ha. Man hat früher schon gewusst, dass durch diese Gartenkugel nicht nur die bösen Geister wegkommen. Nein, die Vögel werden freigehalten, zurückgehalten, weil sich die Sonne drin spiegelt und reflektiert. Und somit hat es natürliche Grenzen schon auch in der Luft für die Vögel gegeben, dass sie wissen, da sollte man jetzt nicht unbedingt landen. Also es hat so leichte Abschreckungseffekte. Heute hat es natürlich, dass es wirklich schön ist. Sieht einfach toll aus. Ja. Und ich meine, die Vögel werden natürlich abgehalten. Wenn wir zwei Vögel uns da drin spiegeln, dann kommen die natürlich nicht. Ist ja, klar. Aber früher gab es dann einfach nur eine Vogelscheuche dafür, für diese Zwecke. So war's. Und übrigens, was man machen kann, Christbaumkugeln, die man schon wegschmeißt, die kann man ruhig im Garten mit einsetzen, passt wunderbar, draufsetzen, es ist einfach schön und hat einen Nutzen. Prima. Gibt es eigentlich sowas wie Vogelscheuchen heutzutage? Ja, gibt's, kann man kaufen, Plastik, aber wir haben viel Besseres. Schau mal, hier geht's tatsächlich rund. Was wir dafür brauchen bei dieser Vogelscheuche. Das ist eine Vogelscheuche. Das ist eine. Und zwar hängt es damit zusammen, dass die Vögel oben glauben, wenn sie nämlich dann den Schatten sehen von diesen Teilen, du siehst es hier unten am Boden auch schon, da glauben die, es sind große Vögel unterwegs. Und gerade wenn du so kleine Salatpflanzen hast, ja, die gerne gepickt werden, die Vögel glauben, hier sind andere schon unterwegs und bleiben weg. Was wir dafür brauchen, eine Kartoffel, nach Möglichkeit schon ausgetrieben. Sieht ja voll wilder aus, wenn du weißt, was ich meine. Ja, total. Wilder Vogel. Ein wilder Vogel. Ein Zahnstocher. Warum? Dass wir einfach durchstechen. So. Und dann geht man zur Bäuerin, die noch Hühner hat. Du darfst das ruhig mal schnell hier durchstechen, mein Lieber. Dankeschön. Du hast gesehen, wo ich das Loch gemacht habe? Nee, oder du wirklich. Ahnst es? Ah, hier, ich ahne das. Man geht zur Bäuerin. Richtig, und jetzt zubinden. Man geht zur Bäuerin und organisiert sich. Und deswegen auch ein Dankeschön an meine Bäuerin. Man organisiert alte, nach Möglichkeit alte Hühnerfedern. Mhm. Weil die natürlich schon so kreislich ausschauen, dass die anderen da oben Angst kriegen. Mhm. Und das ist der große Vorteil bei solchen Geschichten. Die hängen nachher wie ein Mobile dran, wird einfach ins Beet. Das sieht schon mal ganz gut aus, damit es richtig perfekt wird. Hier noch einer rein und da einer rein. Seite noch einer rein. So. Und dann wird es einfach mit dem
Ding da hingehängt. Hier also mit den Draht schneiden wir ab. Ja, das können wir uns vorstellen. Kannst du dir vorstellen? Können wir uns ungefähr vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein schrecklicher Vogel. Da hätten Sie auch Angst, oder? Wenn der daherkommt. Und jetzt kommt noch was ganz Witziges, was unbedingt sein sollte. Wenn jemand zum Beispiel Kirschbaum zu Hause hat, der ärgert sich über den Einfall von vielen Vögeln. Meistens sind es die Stare. Mhm. Mein Tipp, so hat man es früher schon gemacht. Wir bauen uns einfach einen starren Kasten. Und zwar, dass die einziehen. Und den setzen wir in die Nähe vom Kirschbaum. Das heißt, wir laden die Starfamilie ein, direkt in der Nähe vom Baum. Und das hat den großen Vorteil. Wenn eine Familie brütet, werden die anderen ihnen nicht ins Revier kommen. Das heißt, das, was die zwei wegfressen, das interessiert mich gar nicht. Aber die ganze Masse, die ganze Schar von den Starren, die nicht kommt, das ist der Trick an der Geschichte. Und deswegen findet man die Starkasten immer in einem Bauerngarten, da wo die Kirschen sind zum Beispiel, um die Vögel Scharen wegzuhalten. Und die zwei, die dürfen ruhig sich satt essen. Sich richtig vollfahren da. Das ist ja ein super Trick. Der ist richtig guter einfach. Trick. Bei der Gelegenheit zeigen wir Ihnen jetzt noch die Lieblingsaccessoires von Bettina Preisinger. Sie kommt aus Tuntenhausen und ist unsere Kandidatin aus Oberbayern für Bayerns schönsten Bauerngarten. Die Pfostenhocker hat meine Tochter gemacht, Philomena. Und die sind jetzt aus Ton, handgetöpfert und sowas gefällt mir. Also meine Deko in meinem Garten, da lege ich schon Wert darauf, dass das Naturmaterialien sind. Holz, Glas, eben Tonsachen. Sowas gefällt mir einfach. So natürlich wie möglich. Ich mache auch Weidensachen, um das Ganze ein bisschen zu gestalten. Und nach ein paar Jahren verwedert das halt und wird wieder schier, dann macht man wieder was Neues. Dann macht man halt wieder was Neues. So einfach ist. Finde ich super. Also sie hat nicht die Kugeln, sondern diese tongemachten Dinger da drauf gesteckt. Hat mir auch gut gefallen. Ist dir beim Zaun was aufgefallen? Ich wollte gerade sagen, weil ich auch diesen Zaun hier sehe, den finde ich relativ ungewöhnlich. Also habe ich nicht so präsent. Die Frau Preisinger hat ihn auch gehabt. Ja, genau, das ist ein Staketenzaun. Und diese Staketten haben den großen Vorteil, dass sie tatsächlich nicht nur schön ausschauen. Das ist Natur pur. Viel besser als ja, und da ranken dann auch die Pflanzen nach oben. Sondern das Schöne ist, das ist Kastanie. Und die Kastanie, der macht das Regenwetter nichts aus, der macht auch für feuchter Boden nichts aus. Und das heißt, wir haben einen natürlichen Zaun. Früher hat man, was ich jetzt hier in Metall habe, hat man früher noch mit Tannenzweigen gemacht. Wenn sie dann über dem Feuer gehalten worden sind, waren die warm und konnten gut gebogen werden. Heute macht es man etwas einfacher mit diesen Metallgeschichten. Aber man hat den schönen Vorteil, dass es optisch wirkt, dass es einfach ein ganz anderes Gefühl gibt. Herrlich. Tolle Tipps. Danke dir. War mir eine Freude. Nachzulesen bei uns im Netz. Wenn Sie auf Wir in Bayern sind, finden Sie dort auch alle Informationen zu unserem kleinen Wettbewerb Bayerns schönster Bauerngarten. Der Sieger wird ja dann im September gekürt. Richtig. Und außerdem gibt es dort auch noch den Link zur Facebook-Gartengruppe, wo ja auch rege Diskussionen herrscht zum Thema Garten und Bauerngarten. Und da lesen wir immer voneinander und ich freue mich jedes Mal, neue Beiträge zu sehen. Auch von Ihnen. Auch von Ihnen. Genau, also auf jeden Fall mal reinklicken. So, und wir kommen jetzt von den schönsten Gärten zu Bayerns schönsten Höfen. In unserer Reihe Höfe in Bayern sind wir heute bei einem Einödhof zu Gast. Was jetzt im ersten Moment nicht so wirklich prickelnd klingt, Einöde und so. Nur, ich sage Ihnen eins, wenn Sie diesen Hof gesehen haben, Sie werden begeistert sein. Und Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Auch ein bayerischer, in Klammern Märchenkönig, fand den richtig spitze. Am Südufer des Walchensees liegt er da, ganz allein. Exklusiv, prominent, majestätisch. Der Bräuhof, gegenüber Jochberg und Herzogstand, ein Einödhof von Altlach, einem der 27 Ortsteile der kleinsten selbstständigen Gemeinde Bayerns, der Jachenau. Annette Kiefersauer, geborene Breu. Sie ist die Hofherrin. Ihre Familie lebt schon seit rund 300 Jahren hier. 1703 ließ das Kloster Benedikt Beuern einen Hof als Vorposten gegen die Tiroler errichten. 1843 baute ein Vorfahre Annettes ein neues, das heutige Haus. Ein Eindachhof mit stattlicher Vorderseite. Zwei Geschosse mit schönen Balkonen. Alles typisch oberbayerisch.
Aber die Motive der Balkone wirken nicht oberbayerisch, sondern mediterran. Und auch die großen Fenster und die hohen Zimmer dahinter sind unkonventionell. Das liegt daran, dass damals italienische Arbeiter das Haus bauten. Ihr Einfluss ist unübersehbar. Was für eine Lage. Und doch hat die Einöde nicht nur romantische Seiten. Ja, wir rudern hier zur Gaudi, aber damals war das Boot das Hauptverkehrsmittel. Die sind in die Kirche gefahren mit Boot, sogar teilweise die Schulkinder sind mit dem Boot über den See gerudert und in Walchensee in die Schule gegangen. Und Sie selber? Ich selber nicht, nein. Ich ruder nur zum Vergnügen ab und zu. Annettes Hof, ein ehemals königliches Faust- und Jagdhaus. Das machen jedem Besucher die vielen Geweihe im Flur klar. Auch die Wittelsbacher waren schon hier. Wenn Annette durch ihr Haus geht, wandert sie auf den Spuren des Märchenkönigs. Und ein Zimmer hat für sie eine ganz besondere Bedeutung. So, das ist jetzt mein König-Ludwig-Zimmer. Das heißt so, weil der König Ludwig hier auch wirklich übernachtet hat. Auf der Zwischenstation zum Hochkopf, wo er seine Einsamkeit genossen hat. Was man sehen kann, ist hier ist ein Porträt von ihm. Das hat er eigenhändig unterschrieben. Auch heute noch kann man sich in die damalige Szenerie leicht hineinversetzen. Was für ein Gegensatz zu dem, womit sich Ludwig II. Sonst für Prunk umgeben hat. Und der König benutzte die Wiese vor dem Forsthaus in Altlach sogar als Ort einer Kabinettssitzung. In diesem Zimmer schlafen heute Feriengäste. Denn Annette bietet Ferien auf dem Bauernhof an. Jetzt sind wir in unserer Stumm. Im Winter mein Lieblingsplatz. Kachelofen eingeheizt. Das ehemalige Forsthaus Altlach war lange Zeit von den Fortschritten der Umgebung abgeschnitten. Da sieht man auch unsere alte Petroleumlampe, die war bis Anfang der 60er Jahre wirklich noch mit Petroleum in Betrieb. Wir haben so spät erst den Strom gekriegt, obwohl wir ja, das berühmte Walchensee-Kraftwerk in der Nähe haben. Aber wir waren halt wahrscheinlich zu weit weg, als dass sie das rentiert hätte. Annette, 1977 geboren, kennt das nur noch aus Erzählungen. Bei ihr gab es dann schon Strom. Neben den Zimmern im Haupthaus vermietet sie auch noch ein kleines Nebengebäude, das direkt am Ufer liegt. Mit den Mieteinnahmen und dem, was ihr Mann durch den Waldbestand, der zum Hof gehört, erwirtschaftet, muss sie ihre vierköpfige Familie ernähren. So, das ist unser Sommerhäusl, gebaut 1885. Hier werden die Gäste auch gern frühstücken herin im Sommer, wenn es schön ist, oder auf die Nacht noch zusammenhocken. Das Nette ist, wenn man da herin sitzt, man kriegt alles mit, aber keiner sieht einen. Und das war immer der Lieblingsplatz von meinem Vater. Der hat darin Zeitung gelesen und hat alles mitgekriegt, was los war. Und keiner hat ihn gesehen. Das Sommerhäusl. Ein schönes Versteck und zugleich eine Art Galerie. Hier lachen einen von allen Seiten alte Familienfotos an. Immer beliebt als Kulisse der See und der Hof. Auch heute noch staunen Passanten. Es fahren so viele Leute vorbei. Oft her wird Leute ratschen und dann sagen sie oft, ach ja, das Haus das steht ja gar nicht zum Wasser, mit dem Gesicht zum Wasser, sondern zur Straße, wie kann man sowas bauen?
Aber das hat vor 170 Jahren niemanden interessiert. Die haben einfach geschaut, dass die schiere Seiten einfach beim schlechten Wetter ist und dass die schöne Seiten von dem Regen und Wind verschont wird. Durchdachte Architektur. Zur Straße und zur bewaldeten Bergseite hin ist die schöne Seite des Hauses gerichtet und damit geschützt gegen die kalten Winde, die von Norden herkommen und ungebremst über den See Richtung Südufer fegen. Die Hofherrin betreibt keine Landwirtschaft im engeren Sinne mehr. Doch eine Überzeugung lebt sie. Auf einem Hof, da muss sich was rühren. Da gehören Tiere hin. Zurzeit hat sie ein paar Schafe, eine französische Mini-Rasse. Alles in allem ein Leben in Abgeschiedenheit. Ja, es stimmt schon. Ich meine, viel in dem Haus ist reparaturbedürftig. Man muss immer wieder Arbeit reinstecken und Geld. Aber es ist doch eine andere Atmosphäre als wir in einem neuen Haus. Und auch wenn man durchgeht und sich manchmal überlegt, ach, wer war da alle schon oder was hat mein Urgroßvater da gemacht, das hat auch was. Die herausragende Lage und die jahrhundertelange Geschichte des Bräuhofes in Altlach, wirklich was Besonderes. Schon König Ludwig II. Hat gespürt, dieser Flecken Erde hat etwas Magisches. Ja, möchte ich mich anschließen. Bin da auch schon oft vorbeigefahren. Und man kann sich sogar einmieten. Das war mir bisher neu. Ein wunderschöner Hof in Bayern. Wir spielen eine Runde Hosmi mit Ihnen, liebe Zuschauer. Am Apparat ist der Günther Rupprecht aus Kirchen-Thumbach. Hallo, Herr Rupprecht. Hallo, Herr Sporer. Grüß dich Gott. Wo ist denn Kirchen-Thumbach? Kirchen-Thumbach ist ein Markt, der liegt zwischen der Bergstadt Auerbach und Grafenwöhr. Auerbachs Keller. Nee, der ist wieder woanders. Doch, in Auerbachs Keller gibt's auch. Gibt's auch, wunderbar. Ja, ja. Und von dort aus kommen wunderbare Hostmi-Wörter. Was haben Sie denn heute für uns? Mein Hostmi-Wort heißt Strahocker. Strahocker. Ja. Ich denke mal, das ist bekannt. Das wird jemand erraten, davon gehe ich aus. Ja, es kann sein, ja. Ah, wenn nicht, dann kriegen Sie die zwei Tassen, gebe ich Ihnen gerne auch. Jetzt bin ich nur neugierig, was machen Sie am Wochenende? Haben Sie was Schönes vor? Nein, ich habe noch nichts vor. Das ist auch gut. Weil wir noch nicht wissen, wie das mit dem Wetter wird. Bei uns ist es jetzt durchwachsen. Mhm. Immer wieder regnet es einmal, dann scheint wieder die Sonne. Und es ist auch heute sehr kühl geworden. Das heißt, wahrscheinlich werden wir zu Hause bleiben. Sehen Sie, da sind wir schon zu zweit. Genau das habe ich mir auch vorgenommen. Wenn das weiterhin so, Sie sagen kühl ganz vorsichtig, ich finde es richtig kalt da draußen. Wenn das weiter so bleibt, habe ich mir gedacht, Sonntag ist entweder in Freudenstimmung, weil wir weiter sind, oder in Katerstimmung, weil wir ausgestiegen sind. So ein richtig schöner Daheimbleibtag. Das wäre doch auch genau mal was, so oder? Genau so ist es. Den genießen wir mal. Ja. Wunderbar, genau so machen wir es. Und jetzt schauen wir mal, ob irgendjemand Ihr Wort errät. Falls wir noch mal telefonieren, freue ich mich drauf. Falls nicht, wünsche ich Ihnen ein richtig tolles, gemütliches Wochenende. Dankeschön, gleichfalls. Machen Sie es gut, Dankeschön. Danke. Wiederhören. Tschüss, wiederhören. Strahocker 0800 24 04 982. Jetzt sind Sie dran. Hier ist die Umfrage von unserer Hostmeer-Reporterin Karin. Strahocker. Mhm. Strohocker. Ja, das sind irgendwie Scheunesitze oder irgendwas, was weiß ich. Ne? Scheunesitze? Ja. Der Strah wie Zucker. Hör mal. Was ist das? Streuwiese. Hocker halt. Wenn man eine Kuh melkt, dann hat man so einen Hocker dabei. Ne? So eine Melkschemme, dass das ein Strahocker ist. Ja, wenn es ein Strah ist bei den Viecher. Der Streu. Über die Erdbeer. Richtig. Ja. Ja, richtig, genau, dass die da atmen können. Ja, oder Strawberries, wie Engländer machen das viel, ne, über ihre Erdbeeren. Wir ja nicht so. Im Gestreu hocken, sitzen. Ja.
Und? Übersetzen Sie es? Ja, wer hockt denn da drin? Die Hähner. Die Hähner, Hähner. Ja, die genau. Hähner im Gstrah. Etzer. Ah, Sie sind doch hier aus Bayern. Sie kennen das doch alles. Ja, ich kenne das schon. Ja, dann sagen Sie mal das, was das ist, ein Strahhocker. Ja, ich sage Ihnen das nicht, das sagt Ihnen der Professor. Der, welcher Professor? Der kommt gleich. Ja, aber bevor der kommt, kommen erstmal Sie, beziehungsweise die oder der erste Kandidat. Kandidatin, wer ist denn in der Leitung? Hallo? Hermann Herbert. Herr Herbert. Nee, Herr Hermann. Und mit Vornamen Herbert. Hermann Herbert, ja. Ja, ist ja auch lustig. Was ist denn die richtige Lösung? Ein Strahhocker, das ist, wenn man in Kochler Moos, da werden die Dinger gemäht, na, die Feuchtwiesen gemäht, und dann kommt der Pflock rein und um den Pflock herum wird das. Wird das Gras aufgeschichtet, bis es trocken ist? Schwierig. Was, sagen Sie mal, was da vorher ist, sozusagen, bevor das dann das Gras. Ja, das ist ja so ein Feuchtwiesen, das sind das. Feuchtwiesen. Feuchtwiesen, und die werden spät im Herbst oder manchmal schon erst im Winter, wenn es gefroren ist, gemäht. Weil man da das Wasser drin steht. Also da werden die heifer gemacht. Mit viel gutem Willen. Mit viel gutem Willen. Ich glaube, Sie meinen schon das Richtige. Ja. Da wächst ja auch mehr als nur Gras, oder? Ja, Schilf und so Zeug wächst da, so, ja. So. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil Freitag ist. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, wissen Sie was? Ja. Das auch wenn die mich jetzt einen Kopf kürzer machen, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, ich glaube, Sie wissen, was Sie sagen wollen, deswegen würde ich Ihnen jetzt gerne diese zwei Tassen geben. Gleichzeitig sagt dann der Worteinsender, also hundertprozentig war es ja nett, ich bräuchte auch zwei Tassen. Ich weiß, mein Chef sitzt jetzt da und sagt, Spora, was tust du? Aber sowohl Sie als auch der Einsender kriegen zwei Tassen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Lösung von Professor Rawley an. Schwierig heute. Ja, also danke, Herr Spora. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Strahhocker, das ist in der Nordoberpfalz eine Bezeichnung für kleine Hölzer, kleine Nadelbäume, die am Waldboden wachsen, meist nicht hoch und ein bisschen krumm. Strah, das ist das Mundartwort für Streu, für Einstreu, für das Vieh. Und solche Nadelbäume, solche kleinen, nimmt man gern als Einstreu für das Vieh. Hocker, das kommt natürlich von Hacken, das ist das Hackach, ein Kollektivum von Hacken, die Bezeichnung für all das, was man hacken kann, in diesem Fall als Streu. Und das bezeichnet all diese Bäume, die am Waldboden wachsen, die man hacken kann als Streu. Das ist Strahhocker in der Nordoberpfalz. Also Hermann, bei Freitag ist es, lassen wir jetzt einfach gelten, zwei Tassen. Ja, also danke, Herr Sporer. Sehr gerne. Sie freuen sich richtig, gell? Das merke ich schon. Ja, ich freue mich schon richtig, ja. Das ist super. Na wunderbar, dann haben wir jemanden glücklich gemacht. Das ist doch herrlich. Schönes Wochenende für Sie. Ja, danke, gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe heute doch die Sendung an, wissen Sie. Ja, hervorragend. Dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Also, alles Gute, schönes Wochenende. Und auch ja, unserem danke. Einsender, dem Günther Rupprecht aus Kirchentumbach, alles Gute, weil auch der kriegt zwei Tassen von mir. So, heute ist freigebiger Freitag. Und heute ist Dirndltag bei mir in Bayern. Ich habe heute eine Dirndl-Schneiderin und Designerin da, die diesen Namen auch tatsächlich verdient. Das ist Christine Falken, die Schliersee-Nahterin. Nahterin, das fällt mir, oder anders, immer dann, wenn ich sie bei Google oder sowas eingebe, kommt dieser Begriff, den finde ich sonst nirgendwo. Gibt es diesen Begriff eigentlich wirklich oder ist der geprägt von Ihnen oder wie ist das? Nein, das ist ein ganz alter bayerischer Begriff. Eine Naderin ist früher auf die Stär gegangen. Mhm. Also heißt übersetzt, die ist mit ihrer tragbaren Nähmaschine auf so einem Leiterwagerl von Hof zu Hof gezogen. Und hat eben da meistens wahrscheinlich nur Flickarbeiten machen dürfen. Oder wenn es Glück gehabt hat, einmal eine schöne Bettwäsche nähen oder vielleicht auch mal ein schönes Kleid. Und das waren Naderinnen. Aha. Inwieweit fühlen Sie sich der Tradition dieser Naderinnen
verpflichtet. Welche Rolle spielt das für Sie, dieses Erbe anzutreten? Eigentlich ein sehr großes, weil es ist ein wahnsinnig schöner Beruf, ein kreativer Beruf. Man kann so viele schöne Dinge machen. Jetzt nicht nur Dirndl, sondern auch Herrenwesten, wie man sieht. Ah ja, genau. Man kann einmal querbeet wirklich seine Kreativität ausleben. Mhm. Und wenn man dann noch das handwerkliche Geschick mitbringt, beziehungsweise die Grundausbildung, was will man mehr? Nix. Sie machen einen sehr ausgeglichenen und glücklichen Eindruck, obwohl Sie das jetzt seit 26 Jahren, haben Sie vorhin gesagt, selbstständigerweise machen. Wie stehen Sie Modetrends gegenüber? Weil es gibt also die ganz hartgesottenen, die sagen, das ist, wie es immer war und darf nicht anders sein. Wie sehen Sie das? Schwierig. Ist ein Glatteis-Thema. Ich weiß. Deswegen frage ich Sie, weil Sie sind vom Fach. Tracht ist doch auch Mode. Also es war früher schon immer so. Wir haben ja hier einen Schalk dabei, der jetzt wieder in Farbe ist. Aber vor 1900 war der in Knallorange, in Lila. Und gerade bei den jetzigen Trachtenvereinen wird er oft leider nur in Schwarz geduldet. Mhm. Und wenn dann eine farbige Schalkträgerin mitgehen will bei den ganzen hochtraditionellen Festen, kann es manchmal ein bisschen Ärger geben. Und das finde ich eigentlich schade, denn die Tracht soll in meinen Augen ja leben. Und warum auch nicht mal in einer anderen Farbe? Dieser Schalk, den wir hier sehen, ist wahrscheinlich eine der aufwendigsten Arbeiten, oder? Ja, das ist also wird grundsätzlich, eigentlich ist es die Tracht der verheirateten Frau. Also die trägt das erste Mal zur Hochzeit in der Kirche. Mhm. Und ja, es hängen Minimum 120 Stunden Arbeit dran. Wow. Sagen Sie mal, wir können ja auch über Preise reden. Was kosten denn Ihre Dirndl so im Schnitt? Die sind ja alle maßangefertigt und handgenäht. Maßgefertigt, handgenäht, Unikate. Losgehen tut es in etwa bei 800 Euro. Das Schliersee-Dirndl, das wir gesehen haben, kommt auf 920 komplett. Mhm. Und ja, beim Schalk müssen Sie etwas mehr in die Hand nehmen. Ich frage mich, wer ist Ihre Kundschaft? Kommen bei Ihnen dann nur Promis und reiche Menschen oder wie sieht das aus? Nee, querbeet. Mhm. Promis natürlich auch, aber dann nehme ich an, dürfen Sie über Namen nicht reden. Ja, nein, genau. Ich kann, wir haben vom Schliersee Dirndl Markenbotschafterinnen, da ist zum Beispiel die Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger. Ach, die Nathalie ist Ihre Botschafterin. Eine sehr, sehr begeisterte Schliersee Dirndl-Trägerin, die kann ich jederzeit nennen. Ja. Ansonsten haben wir aber Kunden querbeet, also nicht nur von Kiel bis in die Schweiz oder aus New York. Wir haben auch Bäuerinnen vom anderen Seeende, also wirklich querbeet. Das heißt also, es kommen auch Menschen zu Ihnen, die tatsächlich für ihre Verhältnisse wahrscheinlich ein Vermögen ausgeben, um sich so ein Dirndl leisten zu können. Wir haben manche Kunden, die sparen da Jahre drauf hin. Oder sagen eben, bevor ich irgendeinen Schmarrn zum Geburtstag bekomme, schenkt mir lieber Gutscheine und wenn ich so und so viel benannt habe, dann stehen sie da. Jetzt ist soweit, jetzt will ich mein Dirndl haben. Schön. Wie funktioniert Ihr Marketing? Haben Sie irgendwelche Kampagnen oder ist das nur Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie läuft das? Eigentlich nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist so, ich bin Vorsitzende eines Schliersee Vereins, Faszination Handwerk. Wir haben zweimal im Jahr eine Ausstellung, immer an Lichtmess und an Leonhardi. Da zeigen wir dann meistens 5 Puppen, natürlich mit immer wieder neuen Dirndln drauf oder auch Trachten drauf. Und das ist das Einzige, was wir als Werbung machen. Ansonsten spricht Qualität wahrscheinlich für sich, oder? Ja, Gott sei Dank. Was macht ein wirklich gutes Dirndl aus in Ihrer Wahrnehmung? Der Schnitt. Ich habe hier was mitgebracht. Mhm. Das ist jetzt ein zugeschnittenes Teil. Unsere Dirndl sind alle so, dass jede Kundin ihren eigenen Schnitt hat. Also es wird nicht nur handgemacht angepasst oder wie immer das alles gerade so genannt wird. Es wird wirklich von der Pike auf Schnitt gezeichnet. Es ist komplett gefüttert. Auch der Rock ist gefüttert. Es ist so, dass wir eine Anprobe brauchen, bei der die Kundin eigentlich mitentscheiden kann, will ich es hochgeschlossen, ausgeschnitten, möchte ich irgendeine Handrüsche, was auch immer. Also es ist sehr individuell das Ganze.
Was auch ein absolutes Markenzeichen ist, sind handgenähte Knopflöcher. Was anderes gibt es bei uns nicht. Mhm. Auch wenn jemand kommt und sagt, ach, da machen wir einen Reißverschluss rein. Sollte sie nicht darauf verzichten, muss sie leider wieder gehen. Okay, also Sie wissen, was Sie wollen und was Sie verkaufen, finde ich gut. Wenn jetzt eine Kundin nicht zu Ihnen kommt und sagt, ich kaufe jetzt mal ein Drittel von der Stange, können Sie mir spontan und im Schnelldurchlauf drei Merkmale sagen, auf die sie achten muss? Ich hätte jetzt gesagt, handgenähte Knopflöcher, aber die gibt es bei der Stange nicht. Nee. Man sollte schauen, dass zumindest das Oberteil komplett gefüttert ist. Mhm. Dass auch an den Seitennähten relativ viel drin gelassen ist an Saum. Man verändert ja mal die Figur, wo es raus oder rein geht. Und dass vielleicht noch ein relativ großer Baumwollanteil oder Leinenanteil dran ist. Und nicht nur Plastik. Nicht nur Plastik. Ich sehe es aus dem Augenwinkel. Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr dafür, aber ich muss das noch ansprechen. Dieser Plissé-Rock, die sind richtig innen wieder? Oder das war ja nicht immer so, glaube ich, oder? Ja, momentan. Wir machen es schon seit einigen Jahren jetzt wieder. Es ist einfach mal wieder ganz was anderes. Wir haben auch beim Schlesier Dirndl, das es ja auch als Brautdirndl gibt, unten den Plissé-Rock dran. Mhm. Und es ist einfach... ja, was anderes. Und nachdem Frau ja immer was Neues, was anderes will, haben wir das gemacht. Es ist ein eigenes Handwerk und macht Spaß. Schöne Dirndl. Und auch die Röcke sind toll. Danke, dass Sie da waren. Jetzt gibt es gleich noch was zu essen. Aber bevor es soweit ist, werden wir jetzt noch ein wenig entspannen, weil es eine anstrengende Woche. Die ist jetzt fast rum, liebe Zuschauer. Ja. Und deswegen gibt es heute, wie gewohnt, am Freitag Entspannen mit Henry. Und Sie können sich vorstellen, auch unser Henry hat sich Gedanken zum Thema der derzeitigen Tage gemacht. Natürlich zur Fußball-WM. Wieder eine Woche, in der mich so einiges vom richtigen tiefen Entspannen abgehalten hat, weil, ganz ehrlich, mir tut die Angela schon leid. Da hat sie extra vor dem WM-Start noch die deutsche Mannschaft im Trainingslager besucht. Und was hat's gebracht? Vorerst einmal rein gar nichts. Gut, das ist die Angela ja irgendwie schon gewohnt, dass bei ihren Besuchen oft wenig bis nichts rauskommt. Aber dass ausgerechnet jetzt Müller, Kroos und Co. sie nun so hängen lassen und der Yogi trotz Auftaktdesaster scheinbar völlig entspannt Urlaubstage am Lido von Sotschi genießt. Waren das noch Zeiten, als die schwarz-rot-goldenen Kicker bei Großveranstaltungen von Erfolg zu Erfolg stürmten. Das Land war in Ekstase und niemand mehr hat sich was geschert um die Politik. Eure Rudelführer konnten unbeobachtet von der Öffentlichkeit ihre Süppchen kochen. Und jetzt? Die ersten Autofähnchen landen schon wieder im Kofferraum. Viele Wirte haben Angst um ihren Public Viewing Rheinbach. Und so mancher Fan überlegt bereits, ob er nach einer zweiten Pleite morgen noch vom 14-tägigen Rückgaberecht seines neuen Beamers Gebrauch machen kann. Nicht die Mannschaft macht die Schlagzeilen, nein, der fast schon immerwährende Unionsstreit beherrscht die Titelblätter. Und das in einem Ausmaß, dass auch keiner mehr dem Koalitionskollegen SPD zuhört, wenn er sich mal schüchtern zu Wort meldet. Gibt's die SPD eigentlich noch? Der Horst und der Markus zündeln derweil fröhlich vor sich hin und machen der Angie ordentlich Feuer. Und ruckzuck war ihr Terminkalender für diese Woche packevoll. Zuerst der obligatorische Streit mit Bayern, dann Lösungssuche mit Italien, Frankreich und der EU-Spitze und seit gestern Besuche in Jordanien und Libanon. Aber vielleicht ist die Angela unseren Kickern am Ende doch noch dankbar. Gestern war ja Sonnenwend. Und wenn morgen die Yogi-Jungs keine Wende schaffen, dann muss sie sich zumindest keine Gedanken machen, ob es sich politisch ziemt, wenn sie das WM-Finale in Russland besuchen würde. Aber... weil ich jetzt darüber gar nicht weiter nachdenken will, versuche ich cool zu bleiben und zu entspannen. Und das klappt nächste Woche hoffentlich wieder besser. Ja, Henry hat versucht, gar nicht mehr weiter über nachzudenken, über die politische Situation und Fußball. Wir tun schon, Sie sehen schon allein an der Deko, da ist eine schwedische Fahne, da ist eine deutsche Fahne. Und wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann reden wir über das Spiel morgen. Aber... erstmal kochen wir zum Spiel morgen, nämlich schwedisch-deutsch sozusagen.
Pitipanna. Pitipanna mit Werner Koslowski. Pitipanna, kleine Pfanne, ist eine Art schwedisches Röstelessen, hast richtig, du gesagt. Richtig, genau. Ja. Ja? Und ich würde sagen, es ist ein schwedisches Röstel, also Tiroler Kröstel. Okay. Machen wir aber ein bisschen pfiffiger, natürlich wieder ein bisschen Koslowski-Style. Wir haben es vorher schon gesagt, es gibt dazu einen Rote-Bete-Salat, einen Rana-Salat. Der Werner hat die Rote-Bete ja, genau, schon mariniert. In kleine Julienne, in Stifte, ja, genau, gemacht. Nur mit roten Zwiebeln, ein bisschen Balsamico. Creme Balsamico, ja, genau. Creme und Olivenöl angesetzt. Und ansonsten siehst du jetzt schon hier die Zwiebeln. Haben wir langsam Schalotten schön in Butaris ein bisschen glasig werden lassen. Jetzt machen wir hier noch Knoblauch, sehe ich auch drin. Knoblauch werden wir noch mit rein, ja. Und jetzt mal hier Kartoffelwürfel mit rein. Und dann haben wir da eigentlich schon dabei, dass man sagt, gut. Ja. So schaut es eigentlich. Mal sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Das sind einfach nur vorgekochte Kartoffeln von gestern. Das sind eigentlich Pellkartoffeln, genau, richtig. Und da machen wir jetzt einfach, weißt du, was du ein bisschen helfen kannst? Du kannst mir die Eier abziehen, trennen. Alles klar. Und da brauchen wir jetzt eigentlich 4 Eigelb. Das Eiweiß kannst du da schön in die Tonne machen, richtig. Und wohin die Eigelb? Die Eigelb, die stellst du mir verkehrt rum, dann in die Salz rein. So, damit sie stehen bleiben. Darf ich mal eins demonstrieren? Ja, das schaffe ich schon. Passt schon. So. 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 Genau. So. Und das kommt dann da rein. Und das da stellen wir da rein. Okay, kriegen wir hin. Toi, toi, toi. Dankeschön. Toi, toi, toi. Ja, schauen wir mal. Ah ja, also komm, mal Ei trennen, das kriegen wir gerade noch hin, oder? Ja, das muss ganz bleiben, gell? So, dann haben wir hier. Hast du da hinten deine Art Mülleimer sozusagen? Dankeschön. Nehmen wir uns mal ein bisschen die Wurst her. Da habe ich jetzt in dem Fall Kochsalami genommen. Biomüll. Und eine Leona, da kann man jetzt natürlich recht praktisch Bratenreste nehmen. Mhm. Wurstreste. Ja, das ist cool. Und da kann man eigentlich so alles ein bisschen reinpacken, was so rum liegt. Oder rumkugelt. Rumkugelt. Mhm. Genau, und ein bisschen Wammerl haben wir auch da. Genau. Ich habe übrigens eine Hiobsbotschaft. Wollte sie jetzt hören oder nachher? No, bitte nicht. Ja, nachher. Okay, hab's verstanden. Nein, ich sag mal, ich habe Valentin hier, wie oft. Am Rande mitbekommen. Ja, sag. Oh, nein, ich sage nicht. Success? Versaut. Das hat mit dieser Hiobsbotschaft zu tun, die ich jetzt im Koffer habe. Ich hätte es nicht sagen sollen, deswegen sage ich es Ihnen jetzt nicht, sonst machen wir erst nachher dann. So. Jetzt habe ich hier ein Greier zweimal. Kann man natürlich auch Schinkenreste oder sowas nehmen. 4 Stück hast du gesagt, wolltest du genau, sagen. Genau, 4 Eigelb brauchen wir. Naja. Oder mach 5, damit wir auf der sicheren Seite sind. Komm. Eins darfst du noch machen. Eins haben wir noch. Und ich habe gedacht, ich wäre jetzt fertig. Ja. Hast du absichtlich gemacht, gell, Koslowski? Ja. Kenn ich schon. So, das machen wir dann klassisch, gell, salzen. Pfeffern. So, das sind die Tore, die Deutschland morgen schießen. Das eine kaputt, das sind die Schweden. Also 5-1. Ja. Wahnsinn, ja. Das Ei-Orakel hat gesprochen. So, jetzt bin ich auf den Wetteinsatz gespannt. Ja. Wenn du das tippst bei dem Buch machen und die das wirklich machen, dann wirst du reich, glaube ich, morgen. So. 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 Fein. Und dann ein bisschen Leona. Auch gut. Hoppala, ich geh da nicht rein. So. Jetzt kannst du mal das Eiweiß ein bisschen durchkleppern, sei es nicht, einfach, dass du es ein bisschen kaputt machst. Ah, da ist noch ein kleines Schälchen drin hier. So. Ja. So, Gemeinschaftsproduktion. Rühr. Wenn wir jetzt noch Kartoffelstampf hätten, dann wüsste ich, wer den macht. Ich auch. Das können Sie nicht wissen, Frau Falken, aber bei unserer ehemaligen Männer-WG, da gab es genau einen, der immer für Kartoffelstampf zuständig war. Der sitzt neben mir, fängt mit M an und hört mit Oderi auf. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin's nicht. Du hörst ja auch mit einem anderen Buchstaben auf. Richtig, und fängst auch nicht mit M an. Moslowski. Moslowski. Moslowski, gut. Ruski. So. Das schaut schon mal gar nicht schlecht aus. Rührt das auch gut, gell? Sehr fein. Ja. Jetzt machen wir hier dann ganz klassisch ein bisschen Oregano rein. Das darf jetzt auch ruhiger getrockneter sein, weil nämlich
der jetzt in dem Moment, wenn ich den so drüber rubit, kriegt der Schmack jetzt, gell? Mhm. Also es muss nicht immer frisch sein. Aber so schaut das schon mal gar nicht schlecht aus. Und es duftet da jetzt richtig betörend. Ne? Und kriegt jetzt eigentlich auch schon das Glasige, was ich jetzt da haben möchte. Ich würde das jetzt nicht so stark abbräunen, nicht, dass man sagt, dass es das richtig geröstelt ist, sondern das darf ruhig ein bisschen schlatzig sein. Und jetzt kommt das nämlich der Gag. Wir binden das Ganze mit den Eiweiß und setzen dann um das Eigelb drauf. Da darf man jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Beim Spiegelei ist es ja nicht anders. Du bratzt es ja und das Eigelb ist eigentlich roh. Deswegen habe ich die Eier nicht im Kühlschrank gehabt, die haben Zimmertemperatur. Mhm. Okay, so. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich so aus dem Gefühl heraus das Gröstel tatsächlich ein bisschen mehr angeröstelt. Mhm. Aber das ist ja auch mal gut, dass wir das genau so machen, wie du es jetzt gerade sagst. Hat ja, auch und vor allen Dingen passt es dann auch ein bisschen besser, zum Beispiel jetzt mit der Säure von den Iranern ein bisschen zusammen. Weil dann hat das also ein bisschen die weiche Komponente jetzt mit diesem Gröstel, also mit diesen angeschwenken, was ja auch ein bisschen Aroma kriegt. Man sieht jetzt auch schon, dass das schon ein bisschen Farbe hat. Mhm. Und zum Beispiel die Zwiebel, die haben wir ja vorher auch schon ein bisschen, die haben wir schon ein bisschen karamellisiert. Und jetzt mal ein bisschen Petersui. Mhm. Soll ich dir hier mit dem was zur Hand gehen? Nein, noch nicht, So schnell haben wir noch nicht. Sie können das Rezept übrigens, das ja diesmal nicht so ausgiebig und aufwendig ist, nachlesen im BR-Text. Und auch bei uns auf wirinbayern.de. Prima. Mhm. Ah, ich stehe hier immer noch mit meinem Ding, aber dauert halt noch. Ja, gut Ding will weil. Ja, hast du recht. So, haben Sie eigentlich die Gelegenheit, vor lauter Dirndl nähen und schneidern auch selber noch ausgiebiger zu kochen? Oder? Hm, ja? Ich koche sehr gerne, fürchte ich. Für wen? Fürchte ich. Ich habe einen großen Eichentisch im Esszimmer stehen. Und die Plätze sind immer sehr begehrt da dran. Ehrlich? Ja. Oh, wir kommen gern mal. Ja, kein Problem. Machen wir eine Bayern-Runde. Ja, genau. So, und jetzt machen wir das da drauf. Mhm. Ziehe ich jetzt aber weg, weil ich möchte nicht, dass das richtig. Ja, ich verstehe schon. Verstehst? Da reicht so. Jetzt die Wärme von der Pfanne. Die Restwärme von der Pfanne, genau. Dass das so ein bisschen angeht. Ja, genau so. So, schön, ja. Jetzt ziehe ich das weg, lasse ich das ein bisschen so stocken. Aber du weißt ja, es gibt die Restwärme. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die am Frühstücksbuffet die richtig durchgekochten Rühreier wollen. Ja. Und dann gibt es die, die es eher so wollen. Und beide kriegst du nie an einen Tisch, Werner. Ja, genau, ja. Aber jetzt gibst du mal mir bitte einen Teller, dann erzeuge ich das. Dann machen wir mal so einen Ring her. Das schaut jetzt richtig schön aus, weil das ist jetzt glasig, das hat ein bisschen Aroma. Jetzt tust du mal so einen Ring da in die Mitte, sei es ja nicht. Ja, so. Und dann kommt das Eierle da oben drauf. Genau. So. Das reicht schon. Genau. Darf ich ihn abziehen, den Ring? Yes. So, und jetzt haben wir hier mit dem Ei drauf. Ja. Zack. Und dann nehmen wir uns hier mal ein bisschen. Jetzt kommt ja noch der Rana-Salat. Der Rana-Salat hier. Mhm. Machst du außen rum? Genau, und so haben wir eigentlich ein richtig schönes, poppiges Gericht. Und ist jetzt, wenn man sich jetzt meint, ja, zum Beispiel, jetzt haben wir da rohes Eigelb, man sticht oder nein, ich würde das jetzt da nicht mehr so lassen. Ja. Ein bisschen Grünzeug noch drauf. Grünzeug noch drauf, genau. So, darf ich das mal unseren Zuschauern anrichten? Pitti Panna, kleine Pfanne. Schwedisch-bayerische Koproduktion von Herrn Koslowski. Und wir können jetzt dann gleich mal noch die Teller für uns anrichten, während unsere Zuschauer schon mal optisch genießen. Ja? Und wenn wir schon beim Thema Fußball sind, dann wäre es doch jetzt Zeit für Max Nachspielzeit. Weil mein Kollege Max Bildhauer, der kümmert sich ja während der WM darum, was der Fußball mit den Menschen macht. Heute geht es konkret um einen Menschen, der sehr im Fokus der Öffentlichkeit gerade steht. Es geht um unseren Bundesjogi. Definierter Oberkörper, stechender Blick und immer frisch gewaschene Haare. Da fragt man sich doch. Ist Jogi Löw ein Sexsymbol für dich? Ein was? Ist Jogi Löw ein Sexsymbol?
Nö. Nee. Du? Nein. Gefällt euch beiden nicht. Würdet ihr sagen, dass Jogi Löw ein Sexsymbol ist? Nein. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. 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 Ein klares Nein. Na sowas. Naja. Aber sind wir mal ehrlich. Attraktiver als manche Vorgänger wie zum Beispiel Sepp Herberger, Helmut Schön und Jupp Derwall ist unser Bundestrainer doch allemal noch. Oder? So, Mensch, du, Werner, das war jetzt so wenig Zeit. Gib mir mal bitte einen Löffel, einmal, damit ich hier noch ein bisschen Sapperlot noch einmal. Also das ist so schnell, dass die Nachspielzeit mit dem Bundesjogi hier gegangen ist. Ich darf diesen genauso künstlerisch verteilen, wie du das gemacht hast. Dafür haben wir verlorenes Ei, das ist nämlich zur Seite gerutscht. So, bitteschön, guten Appetit. Es gibt auch verlorene Eier. Übrigens, gerade war ja die Frage, ist Jogi Löw ein Sexsymbol oder nicht? Wie sehen Sie das als Frau, als Einzige hier? Nein. Ehrliche klare Sache. Antwort. Okay. Wer gefällt Ihnen besser aus der Nationalmannschaft? Ich muss gestehen, ich hab's nicht mit Fußball. Kein Problem. Haben Sie einen Tipp für morgen? Wurscht. Ich glaube, wir gehen nach Hause. Okay. Nee. Auch auf die Gefahren, dass sie mir unbeliebt machen. Woher? Ich meine, wenn es Ihre Meinung ist. Wir haben heute sogar Fußballservietten, hat Werner Koslowski mitgebracht. 11 Freunde müsst ihr sein und ein Spiel dauert 90 Minuten. Das sind die ganzen Herberger-Weisheiten, die wir heute hier praktizieren. So, lass uns mal probieren, wie das hier letztendlich schmeckt. Obwohl es was Schwedisches ist, hoffe ich. Ich bin ein Freund davon, wenn Eier nicht tot gebraten sind. Deswegen finde ich das richtig gut. Ich auch. Mhm. Das hat auch was. Sugar. Und die Rana dazu? Genau, die Säure und die Zwiebeln geben ein bisschen Gas. Gell? Also, wenn die das machen. Der Schwede isst echt Rana-Salat dazu. Ja, bei denen hast du rote Beete. Und manchmal essen sie einfach nur Essiggurken dazu, aber das wäre mir jetzt doch zu profan gewesen. Ja, heute. Nee, finde ich ja, der schmeckt prima. Super. Und auch das Ei da drauf. Dann ist es schön saftig, ne? Wenn man sagt, okay. So, Leute. Svensson Ikebra. Sehr gut. What? Svensson Ikebra. Nicht gut. Nicht gut. Nee, gar nicht gut. Wollt ihr jetzt die Hiobsbotschaft hören? Ja, aber bitte. Ja? Also, Sie interessieren sich eh nicht für Fußball, Ihnen kann es wurscht sein, aber die, die sich interessieren, vielleicht wollen Sie es daheim ja auch wissen. Also, wir haben eine eindeutige Schwächung im deutschen Team. Mats Hummels hat Halswirbelprobleme und wird morgen ausfallen. Oh Gott. Ja. Die Abwehr war ja schon, also sehr wahrscheinlich jedenfalls, zumindest kam vorhin gerade die Meldung über die Agenturen. Die deutsche Abwehr war ja im ersten Spiel schon löcherig wie ein Sieb. Da haben wir noch eine Stütze gehabt oder zwei, das waren Boateng und Hummels. Und wenn der jetzt auch noch ausfällt, das war lustig. Also Hector wird spielen, wahrscheinlich dann statt Hummels Süle, so wie es aussieht. Und jetzt schauen wir mal, was dabei noch rauskommt. Ja. Drückt mal die Daumen, oder, würde ich sagen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen für diese Woche, liebe Zuschauer. Das war eine, ja, ich gebe es zu, auch mit WM-Splittern gespickte Woche. Für alle, die es nicht interessiert, sorry dafür, aber das ist nun mal momentan Thema Nummer 1 und da muss man auch reden drüber, ist ja ganz klar. Danke ansonsten, Frau Falken, dass Sie da waren und die Schirsedirndl vorgestellt haben. Danke für deine Tipps rund um die Deko im Bauerngarten. Und Werner, danke für die kleine Pfanne auf Schwedisch. Gerne. Wie sagt man auf Schwedisch Servus? Ade. Ade. Ja, das sollten sich alle Schweden merken, weil morgen heißt Ade. Das ist meine Meinung. In diesem Sinne, genießen Sie es und am Montag ist die Andrea für Sie da. So, jetzt die Abendschau aus den Regionen. Schönes Wochenende. Servus.